Heidi Leo, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Heute machen wir mal einen richtig schnellen Klassiker und zwar einfach stumpf Kartoffelpuffer. Viele wissen, wie es geht, manche wissen es vielleicht nicht, wie es geht, deswegen zeige ich es heute. Und ich habe jetzt hier noch vier verschiedene, ja, ich sag mal Toppings dazu gemacht. Einmal so ein Graved Lachs, dann Leberwurst, mag ich sehr, sehr gerne. Dann ist das hier eine Sour Cream und ganz klassisch Apfelmus. Wie das funktioniert, was er dazu braucht, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Für eins der schnellsten und einfachsten, aber doch leckersten Gerichte brauchen wir auch gar nicht so wahnsinnig viele Zutaten für die Grundmasse. Und zwar brauchen wir einfach Kartoffeln. Ich habe hier vorwiegend festkochende, die eignen sich für Kartoffelpuffer. Am besten haben so einen mittleren Anteil an Stärke. Dann brauchen wir hier zwei Eier, zwei Zwiebeln, Salz, Muskat und Pfeffer. Das wäre schon mal so der Grund für die Kartoffelpuffer. Und dann habe ich mir jetzt hier so ein paar Toppings noch zurecht gemacht. Und zwar einmal so einen selber gemachten Graved Lachs, dann eine selber gemachte Leberwurst. Die Videos seht ihr auch in meinem Kanal. Dann hier eine nicht selber gemachte Sour Cream und auch ein nicht selber gemachtes Apfelmus. Das wäre es im Wesentlichen bis auf den Weißwein für den Koch. Wir beginnen als erstes mal ganz profan mit Kartoffelschälen. Und damit mir die, wenn die jetzt hier noch eine Weile liegen, nicht braun werden, habe ich mir hier in die Schüssel ein klein wenig Wasser reingemacht. Und wie gesagt, wenn ich die Kartoffeln alle fertig geschält habe, dann geht es weiter. Nach dem Kartoffelschälen sind die Zwiebeln dran und natürlich verlinke ich euch die genauen Mengen wie immer unten unterm Video. Und wenn ich hier die Zwiebeln geschält habe, dann werden die noch halbiert. Da müssen wir kein Hexenwerk draus machen, weil die landen dann sowieso in der Reibe. Da müssen wir sie im Prinzip nur halbieren, dass sie durch diesen Einfüllschacht passen. Und damit wären die Vorbereitungen im Wesentlichen auch schon abgeschlossen. Und wir können anfangen, die Kartoffeln und die Zwiebeln durch die Reibe durchzulassen. Kartoffeln und Zwiebeln sind fertig geschält und jetzt werden sie gerieben. Man kann das mit der Handreibe machen, aber wenn man eine Küchenmaschine hat, muss man das nicht mit der Handreibe machen und somit lasse ich jetzt die Kartoffeln und immer abwechselnd die Zwiebeln einfach durch die Küchenmaschine. Nachdem wir die Kartoffeln und die Zwiebeln durchgerieben haben, setzt sich hier unten, wie man sieht, ein bisschen Flüssigkeit ab. Die werde ich abgießen, damit mir die ganze Sache nicht zu flüssig wird und das mache ich jetzt erstmal. So, die Flüssigkeit ist abgegossen. Und jetzt gilt es, diesen Teig noch zu würzen, beziehungsweise mache ich vorher noch zwei Eier dran. Und jetzt wird die ganze Sache mit Salz, mit Pfeffer aus der Mühle, und natürlich, wie immer bei Kartoffeldingen, mit Muskatnuss, Herr Müller. So, damit wäre die Würze schon fertig. Jetzt vermischen wir die ganze Sache hier noch ein wenig. Wenn man jetzt feststellt, dass der Teig zu flüssig ist, kann man da noch ein klein wenig Mehl mit dran machen. Und ich glaube, ich mache das auch wirklich nur ein klein wenig. Das sollte schon reichen. Rühre ich mir das hier nochmal, dann lasse ich den nochmal 5 Minuten
5 Minuten stehen, dass ich die Gewürze und das Mehl, dass sich das alles schön verbindet. In der Zwischenzeit heize ich mir die Pfanne hoch. Im Hintergrund habe ich mir auch schon den Ofen auf 100 Grad aufgeheizt, weil ich das natürlich in mehreren Durchgängen braten muss und ich dann die fertigen im Ofen warm halten kann. Die Pfannen sind heiß, so circa 170, 180 Grad. Wer wissen will, woher ich das weiß, habe ich hier so ein Scan-Thermometer. Da kann man hier einfach anklicken und dann zeigt einem das wunderbar die Temperatur an. Ist wirklich ein hilfreiches Küchengerät, damit das nicht zu heiß wird, damit uns die ganze Geschichte nicht verbrennt. Und jetzt habe ich mir hier solche Servierringe in ein bisschen eingeölt, damit ich die Kartoffelpuffer auch schön alle gleichmäßig hinbekomme. Und nun gilt es einfach nur noch, die ganze Sache auszubacken. Wir nehmen uns immer etwas von der Masse. In so einen Ring rein. Dann kann man den leicht abziehen. So ein klein wenig breiter drücken, damit sie nicht zu dick werden. Aber ich glaube, das ist schon die Größe, die okay ist. Jetzt gehen wir hier auch mit der Temperatur ein klein wenig zurück. Also bei mir, bei meinem Herd 7 von 9, damit die auch schön von innen durchbacken und nicht nur außen schwarz sind und innen noch roh. So, nachdem man hier so am Rand sieht, dass das schon braun wird, hoffe ich mal, dass sie unten drunter auch braun sind. Dann kann man sie nämlich dann wenden. Perfekt. Ja, die sehen echt gut aus. Die Kartoffelpuffer sind wunderbar braun geworden. Wie sollte es auch anders sein? Und jetzt werde ich als erstes mal das Gemüse entfernen und dann einfach von rechts nach links mich mal durchprobieren. Also als erstes die Variante mit dem Lachs. Dann sage ich mal auf euch. War sehr fein. Als Kind habe ich die immer solo ohne irgendwas gegessen. Einfach weil ich diesen kartoffeligen Geschmack so mag. Aber mit dem Lachs schon mal nicht schlecht. Zweite Variante mit der Leberwurst. Im Übrigen selber gemacht, habe ich glaube ich aber schon mal gesagt. Feini, feini. Jetzt nähern wir uns den veganen, vegetarischen Varianten, weil es ist ja Ei im Puffer. Dann mal hier den mit Sour Cream. Der ist auch nicht schlecht. Hat so eine wirklich frische Komponente. Das Säuerliche von dieser Sour Cream passt wirklich sehr, sehr gut zu diesen Kartoffelpuffern. Und jetzt natürlich ganz, ganz klassisch die Nachtischvariante mit Apfelmus. Also, ich wüsste jetzt nicht, welche ich lieber mag, weil sie alle vier richtig, richtig gut schmecken. Und falls ihr Spaß an dem Video hattet,
Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Läutet die Glocke, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Backen ist nicht kochen.